Brandgeruch, dicker gelber Nebel. Nicht mehr nur über der amerikanischen Metropole New York. Jetzt hat der Rauch zahlreicher Waldbrände in Kanada weitere Großstädte eingehüllt. Philadelphia, Washington sind betroffen, auch weiter westlich. In Städten wie Detroit und Baltimore sind die Auswirkungen zu spüren. Der durch die kanadischen Waldbrände verursachte Rauch schränkt das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft in den großen Städten an der US-Ostküste zunehmend ein. Die öffentlichen Schulen der Stadt New York etwa, die gaben bekannt, dass sie heute auf Fernunterricht umstellen würden. Die berühmte Skyline New Yorks, eingehüllt in einen Schleier aus Rauch. Brandgeruch liegt in der Luft, der Himmel ist orange verfärbt. Auch die Freiheitsstatue durch den Smog nur erahnbar. Winde tragen den Rauch schwerer Waldbrände aus dem Nachbarland Kanada in die Millionenmetropole an der Ostküste der USA. Die Folgen sind für die New Yorker deutlich zu spüren. Die Stadt weist zeitweise die schlechteste Luftqualität weltweit auf. Wie wir alle wissen, der normale, sichere Luftqualitätsindex liegt bei 50. Teile unseres Bundesstaates haben in den letzten 24 Stunden ein Level von über 400 erlebt. Das ist ein Anstieg von 800% gegenüber dem, was als sicher gilt. Wir sind sehr beunruhigt. Das hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Bereits seit Wochen wüten in Kanada hunderte Brände, zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Dabei hat die Waldbrandsaison gerade erst begonnen. Sie könnte, so die Befürchtung, die schlimmste in der Geschichte des Landes werden. In New York raten die Behörden den Menschen, ihre Wohnungen, wenn möglich, nicht zu verlassen. Alle New Yorker sollten ihre Outdoor-Aktivitäten auf das Nötigste reduzieren. Wenn sie unbedingt raus müssen, empfehlen wir, eine Maske zu tragen, besonders älteren Menschen und Kindern. Elderly or a younger child. Wegen der schlechten Sicht müssen Flugreisende weiter mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Kultureinrichtungen bleiben geschlossen, Sportveranstaltungen werden abgesagt. Zum Wochenende wird, zumindest in den USA, mit einer Entspannung der Lage gerechnet. Bastian Hartig in New York. Wie lebt es sich in New York unter diesen Bedingungen? Ja, also inzwischen ist die Luft ja schon wieder besser geworden. Inzwischen sind die Verschmutzungswerte schon wieder fast in akzeptablen Bereichen angekommen. Aber die letzten Tage war das hier tatsächlich sehr unangenehm. Wir haben ja die Bilder gerade gesehen. Die Luft bräunlich-gelb verfärbt. Es riecht nach Rauch oder es hat sehr stark nach Rauch gerochen. Man will überhaupt nicht nach draußen gehen, wirklich. Man will diese Luft nicht einatmen, in dem Wissen, dass es natürlich auch giftig ist, dass es zu gesundheitlichen Problemen führen kann, vor allem für ältere Leute, vor allem für Kinder oder für Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma zum Beispiel. Aber dazu kommt auch einfach, dass es, wie gesagt, sehr unangenehm ist, dass man ständig das Gefühl hat, dass man Staub im Mund hat zum Beispiel. Also nichts, was man wirklich erleben möchte. Deswegen sind die Menschen jetzt froh, dass die Luft inzwischen wieder besser ist. Aber die Situation ist natürlich nicht gelöst, denn die Probleme oder die Ursache für diesen Rauch, die Waldbrände in Kanada, die brennen ja weiter. Und momentan leiden eben andere unter dieser Rauchwolke. Der Wind hat diesen Rauch nach Süden gedrückt. Jetzt wabert er da so über Washington DC, Baltimore, in diesem Großraum. Und selbst wenn er dort verschwinden sollte, dann bläst der Wind den Rauch womöglich morgen woanders hin, wo dann auch Menschen wohnen, die dann auch wieder mit dieser Verschmutzung zu kämpfen haben. Also es ist wirklich diese Waldbrände, die immer öfter auftreten, die stellen tatsächlich ein Problem dar. Und die Biden-Regierung, die hat ja jetzt auch nochmal das zum Anlass genommen, die Klimapolitik in den Vordergrund zu rücken, weil die Experten sich eben einig sind, dass der Klimawandel einen großen Beitrag zu diesen vermehrten Waldbränden leistet. Bastian Hartig, danke nach New York. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.